Ja, hallo, mein Name ist Christian Hemschemeyer. Ich bin Paartherapeut und Beziehungscoach in Hamburg und dies ist mein Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Ja, diesmal von meiner Kitesurf-Tour. Ich bin gar nicht in Hamburg und ja, hoffe, das geht hier so vom Ton her. Und wir haben eine Zuschaueranfrage und ja, es geht wieder um das Thema Bindungsangst, keine Beziehung finden und eine E-Mail von Karen, Name wie üblich geändert und wir gehen die mal durch. Also, hallo Christian, ich fange mal an wie viele hier. Seit ein paar Wochen verfolge ich fast regelmäßig deine Videos auf YouTube, fühle mich dann nicht allein, wenn ich anhand einer vorgelesenen E-Mails mich in einigen Beispielen wiederfinde. Kurz zu meiner Person, ich bin 44 Jahre und seit fast 8 Jahren Single. Davor fast 14 Jahre in festen Partnerschaften. Während meiner Single-Zeit hatte ich nie irgendwelche Kurzgeschichten. Ich verliebte mich in Männer, die mich nicht wollten, die ich nicht haben konnte, weil vergeben oder die Entfernung es unmöglich machte, eine Partnerschaft aufzubauen. Ja, wenn du dich immer in Typen verliebst, die vergeben sind, ja, ist es sehr wahrscheinlich, dass es hier um Bindungsangst geht, dass du also unbewusst immer wieder in Partnerschaften gehst, wo es eben keine echte Intimität und Nähe geben kann. Grundsätzliche Frage ist immer dann, woher kommt das, warum machst du das? Und Gründe liegen meistens in der Kindheit begründet, aber da kommen wir vielleicht später nochmal zu. Also nach meinem letzten Beziehungsversuch vor ein paar Monaten fragte ich mich dann tatsächlich, ob ich bindungsvermeidend geworden bin. Hört sich ganz so an. Ich gebe zu, dass ich keine Lust mehr habe und es vorziehe, allein zu sein. Dann wiederum vermisse ich, einfach mal in den Arm genommen zu werden. Mein letzter Versuch war dramatisch. Er war 9 Jahre jünger und kiffte regelmäßig fast jeden Abend. Also mit Suchtleuten kann man eigentlich keine Beziehung führen. Das kann man mal so grundsätzlich sagen. Typisches Beispiel von nicht verfügbar sein. Er hatte auch exzessiv Speed konsumiert, wie ich später erfuhr. Ich wusste das am Anfang und glaubte, ich konnte ihn retten. Ich habe selbst mit Drogen noch nie was zu tun gehabt, treibe sehr viel Sport und habe mein Leben eigentlich im Griff. Nach 3 Monaten habe ich mein Köpfchen eingesetzt und die Beziehung, die keine war, beendet. Meine Emotionen sagten etwas anderes. Ja, manchmal sollte man wirklich auf den Kopf hören und ja, gerade bei so toxischen Beziehungen nicht auf die Emotionen. Aber ich dachte, sonst gehe ich vor die Hunde. Ausschlaggebend war ein Streit, eigentlich um nichts, aber es mündet in eine handfeste Ohnmacht meinerseits. Er sagt, er wird irgendwann mit seinem Kiffen aufhören. Ja, ist klar, dass sowas passiert in toxischen Beziehungen nie, dass einer mit dem Mist aufhört, den er macht. Aber nicht jetzt und ich hätte auch Schuld dran. Ja, das ist klar, das ist so geil. Du hast Schuld am Kiffen, ist klar. Ja, das sind immer die anderen schuld. Aber nicht jetzt und ich hätte, ja, ich müsste halt anders sein, dann würde er auch nicht kiffen. Ja, totaler Bullshit. Zwar entschuldigte er sich für diese Äußerung, aber ich konnte diese zwar im ersten, aber nicht im zweiten Moment annehmen. Wochen vorher sagte er mir, dass er eine andere Frau gesehen hat, der auch sagte, wenn er keine Freundin hätte, würde er gerne mal an ihr rumknabbern. Warum sagt er das? Nur um dir weh zu tun. Das ist toxische Beziehung. Das sagt er mir ins Gesicht, wo wir noch nicht mal 2 Monate zusammen waren. Für mich war das ein Schock. Ja, klar. Er meinte, das sei doch Respekt von mir gegenüber. Das ist geil. Gut, er war ehrlich, aber das ist eine Ehrlichkeit, auf die kann man verzichten, echt. Das ist einfach Ego-Bestrafungsaktion, nichts anderes. Aber ich finde, mit Anstand hat das wohl nichts zu tun. Wir waren nach diesem Vorfall dann noch in Neuseeland. Warum fährst du mit ihm noch weg? Du weißt doch alles, er nimmt Drogen, er behandelt dich schlecht. Das reicht doch. Wir verbrachten dort 3 tolle Wochen, wo er sich von seiner ganz anderen Seite zeigte. Es bringt nichts, wenn er zwischendurch mal gute Seiten hat, kannst du mit ihm nicht zusammen sein. Ich fragte mich dann, wie er es wohl schafft ohne sein Kiffen. Ja, vielleicht hat er weiter gekifft und du hast es noch nicht gemerkt. Ich habe es dann schmerzlos und leider auch sehr feige per WhatsApp und E-Mail beendet. Immerhin hast du es beendet. Und es kam daraufhin nie eine Reaktion von ihm. Ja, weil er dich nicht wirklich geliebt hat wohl. Dich einfach so mitgenommen, die Beziehung, und vielleicht auch ein Stück benutzt, dass er nicht so allein ist, aber
Ja. Jedoch hätte ich mir auch gewünscht, dass er sich einfach noch äußert. Dieser Vorfall beschäftigt mich noch sehr, weil ich diesen Mann sehr gern hatte und er auch gute Seiten besaß. Ich frage mich immer wieder, was ich auch falsch gemacht habe und dass dieser Mensch mich auch wieder nicht gern gehabt hat. Ja, du suchst dir Menschen aus, die nicht verfügbar sind. Das kann, wie gesagt, mit deiner Beziehungserfahrung zusammenhängen. Wahrscheinlich viel mit der Kindheit. Du müsstest mal prüfen, diese Muster, die du in Beziehungen hast, wie reflektiert das auf deine Mutter oder auf deinen Vater, die vielleicht nicht auch auf eine ähnliche Art nicht verfügbar waren. Vielleicht, weil sie auch Drogen genommen haben, Alkoholiker waren, Depressionen, nicht verfügbar. Stolz bin ich, dass ich nicht in einer dieser Off-Geschichten hängen geblieben bin. Ja, das ist wirklich gut. Mein Fokus richtet sich jetzt nach vorn. Ich leide nicht mehr oder weine, muss nun aber fast jeden Tag an bestimmte Situationen mit ihm denken und dann komme ich ins Grübeln. Untersagt ihr das? Also geh daten, mach wie so eine Technik wie Gedankenstopp. Du kannst so ein Gummiband um den Arm machen und dann schnippst du mal dran, wenn du an ihn denkst. Also erlaubt dir nicht dieses Fantasieren über Sachen, die sowieso nie passiert werden. Also versuch wirklich mehr so deine Gedanken zu kontrollieren. Du bist dir nicht ausgeliefert. Wenn man es spirituell nimmt, was hat das mit mir zu tun? Warum ziehe ich diese Menschen an? Vor 10 Jahren hatte ich es auch schon mit einem Alkoholiker zu tun. Ja, ich vermute, dass du in deiner Kindheit irgendwie mit nicht dauerhaft verfügbaren Beziehungspersonen zu tun hattest. Wie ganz oben erwähnt, glaube ich auch, dass ich jetzt zu den Bindungsvermeidenden gehöre. Möchte ich eigentlich nicht, aber auf der anderen Seite wünsche ich mir, dass man mich so annimmt, wie ich bin. Und das heißt doch auch, man sollte sich selbst bedingungslos lernen anzunehmen, oder? Aber ich sehe doch viele Partnerschaften, die machen sich über solche Sachen gar keinen Kopf und sind dann noch zusammen oder haben sich gefunden. Naja, du weißt nicht, wie es anderen geht. Also es geht ganz vielen so und diesen Ego-Geschichten haben ganz viele Beziehungen zu tun. Ja, also du solltest erstmal rauskriegen, warum du Angst vor Nähe hast. Also was in deinem Leben ist passiert, wo du negative Erfahrungen mit Nähe gemacht hast. Guck vor allen Dingen mal in der Kindheit, was ist da nicht gelaufen, wo waren da Menschen nicht verfügbar und überleg mal, wie die Liebe deiner Eltern war und wie das vielleicht, wie es da ähnliche Muster gibt, weil das auf deinem Liebeschip ist dann das programmiert und wie es vielleicht ähnliche Dinge gibt, die sich gleichen mit den Männern, die du anziehst. Das würde ich erstmal machen und da wirklich reinfühlen. Und dann, ich glaube schon, dass dir leichter fällt, da weiterzukommen, wenn du in Beziehung gehst, also date ruhig. Und sobald du merkst, also ist irgendwas mit Drogen, würde ich sofort aufhören. Und ansonsten auch, sobald du merkst, dass jemand nicht verfügbar ist, geh mal in diese Gefühle rein, frag dich wieder, wie reflektiert das auf mein altes Beziehungsmuster und zieh dann gegebenenfalls weiter und überleg, du kannst ja auch eine Liste machen, wie soll eine für mich wirklich perfekte Beziehung aussehen, wie soll der Mann sein und geh nicht in so Fantasien rein. Also diese Fantasien machen das oft kaputt, sondern überleg wirklich, also jenseits so weißer Ritter, der mich kommt und mich abholt, wie soll ein Mann sein und wie ist er dann, oh Gott, wie ist er dann in der Realität sozusagen gerade? Ja, also es wird alles kein Zufall sein, ist aber auch kein Drama. Also date weiter, aber das Wichtigste ist wirklich, dass du versuchst, dein Liebeschip zu analysieren. Also was hast du gelernt, was Liebe ist? Und nimm dir wirklich Zeit, das zu eruieren. Und ja, du kannst das verändern, das ist bestimmt nicht leicht. Aber mach dir wirklich klar, dass zum Beispiel mit Leuten, die eine Sucht haben, kannst du keine Beziehung haben, also keine vernünftige. Und zieh dann sofort weiter und sag dir, hey, das ist mein altes Muster, das will ich nicht mehr, ich will jemand haben, der für mich da ist. Und es kann sein, dass du dann irgendwann wieder in so eine Plusrolle kommst, wo du vielleicht so im Verlustangstmodus bist und dann kannst du wirklich mal gucken, hey, so was, ja, was habe ich da wirklich für Ängste? Und ich bin auch sehr, sehr wahrscheinlich, wird es auch sowas sein, dass du dich irgendwo selbst, also über dein inneres Kind, finde ich wirklich liebenswert hältst. Also auch da könntest du dran arbeiten, zu sagen, hey,
was du ja auch schon machst. Ich bin okay, ich bin liebenswert und ich werde irgendwann einen Mann finden, der einfach zu mir passt. So. Ja, hoffe, das war verständlich. Direkt vom Katamaran und Fragen an diesen Newsletter an. Fragen at eheberatung.info oder über ein Formular auf meiner Website. Und ja, ansonsten Termine meiner Praxis, Skype-Termine, E-Mail-Coaching, alles auf eheberater.info und wir werden uns bald wiedersehen.